Es ist ein Puzzle mit vielen fehlenden Teilen und weißen Flecken. Ein unglaublicher Kriminalfall, der fast acht Jahre danach noch immer nicht aufgeklärt ist. Wer nämlich erschoss die Polizistin Michelle Kiesewetter auf der Heilbronner Theresienwiese? Noch immer ist nicht bewiesen, dass dieser Mord auch auf das Konto des NSU-Trios geht. Beate Zschäpe, das letzte noch lebende Mitglied des Terrortrios, schweigt beim Münchner NSU-Prozess eisern auch zu dieser Frage. Unterdessen fördert ein Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag Unfassbares zutage. Da geht es um Beweisstücke, die nicht gesichert oder ausgewertet wurden, um Zeugen, die plötzlich tot waren, um Fahndungsfotos, die nie veröffentlicht wurden. Achim Beckedorf und Nicole Flory. Der 25. April 2007, mittags. Es ist warm. Die Theresienwiese in Heilbronn. Zwei Täter nähern sich dem Polizeiwagen und schießen. Michelle Kiesewetter stirbt. Martin A. überlebt schwer verletzt. Wer sind die Täter, die Zeugen? Was wissen die Ermittler? Für Wolfgang Drexler, den Vorsitzenden im Untersuchungsausschuss, ist es unglaublich, dass man immer noch so wenig über die Täter weiß. Ich kann eigentlich nicht akzeptieren, dass so ein Vorfall unaufgeklärt bleibt. Und deswegen machen wir auch nochmal die Arbeit. Vor allen Dingen dann, wenn man 7 Jahre lang in die falsche Richtung ermittelt hat. Wer hat geschossen? Ein Puzzle mit Fragen und weißen Flecken. Wer sind die Täter? Zunächst jagen die Ermittler dem Heilbronner Phantom nach. Die Panne mit den Wattestäbchen macht bundesweit Schlagzeilen. Laptop und Handy von Kiesewetter werden nicht ausreichend untersucht. Dabei haben mehrere Zeugen Verdächtige beobachtet. Mögliche Täter? Die Zeugen haben sie beschrieben. Die Polizei daraufhin Phantombilder angefertigt. Mehr als 10. Das Landeskriminalamt will damals die Bilder veröffentlichen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn will nicht. Die Zeugenaussagen seien unglaubwürdig oder nicht verwertbar, heißt es. Die Ermittler konzentrieren sich seit November 2011 auf diese beiden, Bönhardt und Mundlos. Auf 2 Täter. Vielleicht noch Beate Zschäpe im Hintergrund. Doch die Phantombilder gleichen weder ihr noch den beiden Männern aus dem NSU-Trio. Zumal Zeugen nicht 2, sondern bis zu 6 Verdächtige gesehen haben. Einer wäscht sich blutverschmierte Hände ab. Ein anderer hat Blut auf seinem Hemd und flüchtet mit einem Auto, das davonrast. Dazu noch Sprachfetzen auf Russisch. Gibt es wirklich nur 2 Täter? Und die Zeugen? Ein Phantombild vom Tatort zeigt diesen Mann. Könnte das Arthur C. sein? War er Zeuge oder an der Tat beteiligt? Kaum zu klären, denn im Januar 2009 verbrennt Arthur C. im Wald neben seinem verkohlten Auto. Und noch ein Zeuge stirbt, aus dem Umfeld von Bönhardt und Zschäpe. Thomas R., er kannte die Neonazi-Szene im Südwesten, war im Zeugenschutzprogramm und stirbt plötzlich an Diabetes. Ein möglicher dritter Zeuge lebt auch nicht mehr, Florian H., auch er verbrennt in seinem Auto im September 2013, an dem Tag, als er eine weitere Aussage machen soll. Florian hat behauptet zu wissen, wer auf die Polizisten in Heilbronn geschossen hat. Das hat er auch seiner Freundin erzählt, berichtet diese am Montag im Untersuchungsausschuss. Er habe aber nie vom NSU-Trio geredet. Er hat die Namen Mundlos, Bönhardt und Zschäpe nicht genannt. Er hat nur NSU genannt. Und das ist ungefähr 4, 5 Monaten vor Bekanntwerden dieser Situation mit NSU. Und er hat seinem Vater das Gleiche gesagt, dass das NSU gewesen wäre. Also er hat es 2 unterschiedlichen Menschen zumindest 4, 5 Monate vor Entdecktwerden der NSU gesagt. 3 Zeugen sind tot. Und die Ermittler? Immerhin ermittelt die Staatsanwaltschaft beim Tod von Florian H. jetzt genauer, nach über 1,5 Jahren. Weil Florians Familie in seinem verkohlten Auto Gegenstände gefunden hat. Die hat sie dem Untersuchungsausschuss übergeben. 2 Handys, ein Laptop, Luftpistole, Machete und anderes. Kaum vorstellbar, dass die Ermittler sich nicht dafür interessiert haben sollen. Und Florians Familie ist sicher, es ist kein Selbstmord.
Haben die Ermittler geschlampt oder verschleppt, fragt sich auch der Untersuchungsausschuss in Stuttgart. Muss der jetzt die Arbeit der Polizei machen? Mich ärgert es deswegen, weil ich ja ein großes Vertrauen auch in unsere baden-württembergische Polizei habe. Wenn so in einem Einzelfall sowas passiert, wird das Vertrauen natürlich erheblich gestört. Parlamentarier wie Clemens Binninger sind inzwischen verärgert. Er hat den NSU-Fall im Bundestagsuntersuchungsausschuss schon aufgearbeitet, dachte er. Und jetzt immer neue Fakten. Also viele Erkenntnisse, die jetzt hochkommen, hätten wir auch schon gerne gehabt. Das hätte uns geholfen. Wenn diese Erkenntnisse jetzt immer mehr werden und Zweifel nähren an den Grundannahmen des NSU-Falles, dann sind wir an dem Punkt, wo wir im Bund auch über eine Fortsetzung der Untersuchungsarbeit nachdenken müssen. Noch ein Untersuchungsausschuss, der wieder die Frage stellt, wer hat Michelle Kiesewetter getötet? Das NSU-Trio oder ganz andere? Viele offene Fragen, viel Unkenntnis, viele weiße Flecken im Puzzle um den Mord in Heilbronn. Vor fast 8 Jahren.